Und willkommen zurück zu UEFA Euro 12. Und wir machen weiter in der Gruppenphase. Ich habe auf Amateur gestellt in der ersten Folge. Ich habe jetzt mal Halbprofi ausprobiert. Wir haben es mal umgestellt. Zeit habe ich belassen bei 7 Minuten. Wir versuchen es einfach nochmal. In der Gruppenphase, Gruppe B. Ja. So, letztes Mal haben wir gegen Portugal gespielt. Jetzt kommen die Holländer. Ich glaube ja nicht, dass wir die Burschen packen. Spanien hat 5-0 gewonnen gegen Italien. Irland 2-1 gegen Kroatien. Frankreich, England 0-0. Ukraine, Schweden 0-0. Griechenland, Tschechien 0-2. Polen, ja, so schnell bin ich nicht. Ja, dann starten wir mal durch. Wir sind weiß, sie sind orange, wie immer. Sehr schön, Metalist Stadium. Ja, kleiner Grafikbug immer am Anfang. Ja, geht doch. Schauen wir mal, ob ich mir jetzt endlich mal speichern kann, dass Kreis schießen ist und flanken. Viereck. So. Genug getüftelt. Wir starten. Niederlande gegen Deutschland. Hallo liebe Zuschauer, Manni Breukmann ist für Sie am Mikrofon und wird nun das folgende Eurospiel kommentieren. Aber nicht allein. Neben mir hat wie immer Frank Buschmann Platz genommen. Der Sie natürlich ebenfalls begrüßen möchte. Viel Spaß mit dieser Partie. Schauen wir mal. Das ist ja wirklich schon ein Spitzenspiel von der Ausgangsposition, Herr Frank. Beide haben das erste Spiel gewonnen. Tja, und beide haben gezeigt, dass sie es drauf haben. Und wenn sie so weiterspielen, wenn wir das heute wiedersehen, dann wird es ein richtig gutes Fußballspiel. Ein wichtiger Mann fehlt ihnen leider heute. Und vor allem ein Mann, der nicht so ohne weiteres zu ersetzen ist. Müller. Khedira. Ja, wo gehen wir denn durch? Die stehen ja ganz schön dicht hier. Schweinsteiger am Ball. Wunderbar herausgespielt. Und Tor gemacht. Und nun Lukas Podolski. Jetzt kommt's, lauft's mit. Diese Flanke ist überhaupt kein Problem für die Abwehr. So muss man sich als Abwehrspieler verhalten. Miro Klose. Sicher in der Ballbehandlung. Ein gutes Stellungsspiel des Verteidigers und deswegen kam er noch rechtzeitig dazwischen. Nein! Ja, so schade. Darf man sich hinten in der Verteidigung nicht verhalten. Zu früh losgestartet. Abseits war. Da bin ich mir aber überhaupt nicht sicher, ob das Abseits war. Oh, ganz, ganz eng. Wesley Sneijder. Jérôme Boateng. So. Müller. Nein! Ein Versuch der Balleroberung. Und eine Grätsche von Bastian Schweinsteiger. Hünteler. So, schön nach vorn gespielt, aber da steht natürlich keiner. Ja, er lässt ihn schön da rausrollen. Klare Sache, Einwurf.
Und jetzt Robin van Persie. Wesley Sneijder. Hüntelaar. Solche Spieler kriegst du kaum unter Kontrolle. Immer wieder steht er im Strafraum, genau da, wo er hingehört. Diemen und Tor! Ah, klar. Ah, klar. Und nun Lukas Podolski. Hummels. Hey, die stehen so dicht. Und nun Lukas Podolski. Ein Traum. Und auf der Linie. Ah, schade. Ja, das gibt einen Eckball. Oder hätte ich noch abspielen sollen? Ja, nee, hätte nicht geklappt. Wahrscheinlich hätte es nicht geklappt. Na? Lahm. Khedira. Schön gemacht. Na, verdammt. Logisch, das muss Eckball geben. Schönes Ding. Auch kein Abseits. So, Özil. Hau rein das Ding. Kopfballchance. Na, ja, schade. Dankeschön. Kann er sich den Ball holen? Ja, er kann. Was für eine klasse Tat. Ah, ich habe ja den Tipp bekommen mit Dreieck. Das muss ich jetzt dann auch mal ausprobieren. Oh, da freut sich das Auge. Auch der Übeltäter hat es eingesehen. Es gibt Freistoß. Schweinsteiger am Ball. Lahm. Mesut Özil jetzt. Da könnte was draus werden. So geht es. 1-1. Ja. Das ist zwar noch ein bisschen früh für diese Feststellung, aber mit diesem Tor, da bringt er sich wirklich in eine gute Ausgangsposition. Eieiei. Im Rennen. Sorry, ich hab durchgehabt. Ja, aber mir ist das noch zu früh, Manni. Na, na, na. Wirst du mir jetzt da verwaschen? Robin van Persie. Komm, van Persie. Gutes, schnelles Passspiel. Erster Körper und dann der Ball ins Aus. Naja. Jetzt dürfen sie ziemlich nah am gegnerischen Tor einwerfen. Toller Pass. Und jetzt haben sie die Chance. Es gibt so wunderschöne Flanken. Hier haben wir das Gegenteil gesehen. Der Gegner hat den Ball schon wieder. Nein, du nicht. Du nicht. Sofort abgezogen. Und... das Bällchen ist... ja! Und der Ball, er zappelt im... geht doch! Bom, bom, meine Güte. Zweimal knapp hintereinander, muss deponieren für den... also, hier geht schneller als das Haarewaschen. Ja, das ist ein ganz, ganz klarer Torwartfehler. Hier deutlich zu erkennen, den kann er nicht festhalten, muss er aber. Und dann ist das natürlich eine Pflichtaufgabe für den Stürmer. Na? Wesley Sneijder. Stark gemacht. Und Tor. Ausgleich. Und das genau zum richtigen Zeitpunkt. Oh, Mann, hey. Hier. Eben lagen sie noch zurück. Und das ist überhaupt gar nicht mehr der aktuelle Stand der Dinge. Ja, der Gegentreffer war offensichtlich das Hallo wach. Und die Antwort kam ja relativ fix. Das ist ein Konter aus dem Lehrbuch und wirklich beeindruckend. Nach einem Sprint über das halbe Feld hat er noch genug Kraft, um den ins Netz zu schieben. Und nun Lukas Podolski. Nein! Van der Vaart. Und eine Grätsche von Bastian Schweinsteiger. Wo war denn das eine Grätsche? Gefährlich. Ja! Und er trifft! Basti!
So gefällt mir das. Und jetzt spiele ich schon eine Stufe schwerer. Na, aber so ganz gezielt drauf mit meinen Jungs noch nicht. Pass in den Strafraum, gut abgefangen. Matthijs van der Vaart. Das war ja nur ein Rollerchen. Ja, und dann steht er natürlich ganz gut, ganz sicher und regelt das locker. Bad Stuber. Khedira. Müller. Miro Klose. Nein! Und schon wieder ist der Ball in den eigenen Reihen. Wesley Sneijder. Schön gemacht! Achtung! Lässt! Und mit das gibt's doch nicht. Dauernd kriege ich ein Gegentor. Was ist das für ein schönes Tor gewesen? Ja, das ist echt der Flachschuss aus dem Aufpassen, Lehrbuch der Deutschen Sporthochschule in Köln. Sensationell. Also zum einen ist es hier natürlich die unglaubliche Schnelligkeit, aber auch die Technik, großartige Ballführung, eine unglaubliche Aktion. Ende Gelände, das war der Pass von Mesut Özil. Erstmal nur abgewehrt. Und die Flanke landet. Er gibt den Freistoß. Was? Hä? Kapier ich nicht. Khedira. Die sind. Und jetzt ist die Halbzeitpause angebrochen. Gute Gelegenheit. Mann, beinahe hätte ich es verschissen. In der Kabine die guten Vorsätze für dieses Spiel nochmal zu diskutieren. Aber oh, ganz bitter. 3-3. Aber ein gerechtes Ergebnis, falls es sowas überhaupt gibt, ist das nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Normalerweise müssen die schon mit 3-4 Dingern führen hier. Und das kann noch teuer werden. Das kann auch richtig wehtun, dass sie die Chancen nicht nutzen. So, machen wir weiter. Hm? Gucken wir mal, ob die Einwechslung sich bezahlt. Ein Robben hat er rein. Hm. Jetzt muss man aufpassen, der ist flott. Bei Bayern mag ich ihn ja, aber hier. Assistenten, alles in Ordnung. Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Und eine Grätsche von Bastian Schweinsteiger. Jerome Boateng. Müller. Mesut Özil jetzt. Nein! Der Torwart sich gleich den Ball zum Abstoß zurechtlegen, denn der Ball. Das wäre ein schönes Ding geworden. So schön freigespielt. Er gilt als harter Hund, aber jetzt lässt er laufen. Das streichen wir im Kalender an, Mann. Hier habe ich von ihm noch nie gesehen. Kein Pfiff. Oh, weit zurückgespielt. Khedira. Und nun Lukas Podolski. Oh Gott, was war denn das? Überhaupt nichts zusammen bei diesem Schuss. Mal kann ich mir die Taste merken, mal nicht ich Pfosten. Hoffentlich habe ich sie endlich bald mal hintus da. Macht echt keinen Spaß mehr. Nein! Nichts davon, Percy. Ja, der Pass kommt an. Schuss und. Daneben. Das kann ja nicht mehr lange dauern. Da fällt er, der Führungstreffer. Hummels. Miro Klose. Also bei dem passt heute alles zusammen, Buschi. Das ist eine exzellente Performance. Riesenleistung. Nein!
Scheiße. Ich gehe jede Wette ein, dass der heute ohne Gegentreffer bleibt. Na, der hat doch schon welche kassiert. Und Achtung, genau hingeschaut. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Da fehlten nur ein Zentimeter. Hummels. Mesut Özil jetzt. Miro Klose. Müller. Nein! Arjen Robben wieder mal mit einer... Jetzt schießt er und... Sie machen noch mal Druck. Sie wollen unbedingt in Führung gehen. Bad Stuber. Und nun Lukas Podolski. Miro Klose. Da spielt er unfreiwillig mit, der Schiri. Wesley Sneijder. Dieser Junge, das ist das Herz des Spiels seiner Mannschaft. Und eine Augenweide, Manni, dem beim Fußballspielen zuzuschauen. Ein Freistoß. Ja, ja, komm. Den Schiedsrichter nicht mehr, aber auch nicht weniger. Da bin ich sicher, das wird wieder ein gefährlicher Freistoß. Da liegt was in der Luft, Buschi. Ich glaube, es ist die Führung. Oh, das ist eine ganz, ganz gefährliche Position. Also, das ist eine sehr gute Gelegenheit. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Ein Torwart-Riese und er schafft es nicht. Ich war mir sicher, dass das Ding im Netz zappelt und dann fischt er ihn raus. Ja, entscheidet auf Einwurf. Ja, da war ich mir eigentlich auch sicher. Und wieder Einwechslung. Ja, vielleicht. Einwechslung erfolgreich. Will jetzt hier vielleicht noch wohin, 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 wohin? Hummels. Bad Stuber. Jetzt versuchen sie da irgendwo im Abwehrverbund ein Loch aufzureißen. Und der Ball geht ins Aus. Und ich mache wieder eine Flanke, ich Depp. So, komm schon, hau raus das Ding. Arjen Robben im Ballbesitz. Nein. Der hämmerst ein paar Mal zu viel auf die Taste, hey. Ja, es gibt Einwurf. Dann bummst dann raus. Und nun Van Bommel. Frau Bommel. Arjen Robben im Ballbesitz. Und das sieht hier ganz einfach aus, wie er da am Verteidiger vorbeizieht. Ja, sowas kann er normalerweise ja, was nicht denn? Durchgehen lassen. Oh. Klasse Zuspiel. Und eine Grätsche von Bastian Schweinsteiger. Da liegt er frei rum, der Ball. Holt ihn euch. Jerome Boateng. Möglichkeit jetzt. Oh ja, da kann der Gegner tief durchatmen. Diese Meier anzuschauende Einzelaktion, sie ist gescheitert. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Nee, 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 nicht mit mir. Also normalerweise steht... Das gibt's doch nicht. Ich weiß es nicht, aber mit diesem Tor hat er nun wirklich keiner gerechnet. Nee, das kommt quasi aus dem Nix, aber aus dem absoluten Nix. Für jeden Torwart ein Albtraum, so ein Spiel. Rückpass zum Torhüter. Hummels. Khedira. Nein. So ist der gegnerische Angriff unterbunden. Das muss es sein. Manchmal musst du es auch alleine versuchen, aber es hat nicht geklappt. Ja. Wir sehen, wo er einwirft, also wenn er weit werfen kann. Kann er aber nicht. Ja. Achtung! Den hat er gut abgeblockt. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Verdammte Scheiße. Und jetzt habe ich nur noch eine Frage. Macht er noch eins? Das war ja schon sein zweiter Treffer. Und der Ball springt von der Latte hinter die Linie. Da gehört der Keeper nun gar nicht. Backstube.
So. Jetzt reicht's mal aber. Ja, warum läufst du nicht? Er wollte das zweite Tor. Müller, du Penner. Da steht er, der Torwart. Und er macht ein richtig gutes Spiel. Ein riskanter Zweikampf im eigenen Strafraum. Philipp Lahm. Khedira. Und der Pass von Bastian Schweinsteiger landet beim Gegner. Und aufgepasst, liebe Zuschauer. Wow. Und nun Lukas Podolski. Spielt sich herrlich. Vorsicht, es ist noch nicht vorbei. Toll, wie er das macht und... Verdammt! Im zweiten Versuch hat er ihn. Toll reagiert. Das habe ich verloren. Na. Miro Klose. Und schon wieder spielt er einen genauen Pass. Er verteilt die Bälle heute sehr gekonnt. Und Tor! Und Tor! Wenigstens eins noch. Sie sind nur ein Tor hinten. Es ist noch nicht vorbei. Nee, das wird noch mal eine ganz enge Kiste. Gibt es das denn? Auf einmal ist hier wieder alles möglich. Hochspannung pur. Das ist ein wahres Schützenfest heute. Und der muss drin sein. Nein, nein, nein. Abgewehrt, aber noch nicht geklärt. Prima Balleroberung. Jetzt muss es aber abgehen. Der letzte Pfiff des Schiri. Das Spiel ist zu Ende. Ganz knapp verloren. Verdammt. Wir gucken auf den Trainer. Er schüttelt mit dem Kopf. Das kann man nachvollziehen, wenn man sich eine solch schwache Leistung der eigenen Mannschaft anschauen muss. Ja, Manni, und ich bin genauso enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sein. Da hatte ich mir viel mehr erhofft von dieser Mannschaft. Oh ja. Es war eine verdiente Niederlage. So, liebe Zuschauer, ich darf mich von Ihnen verabschieden. Nach dieser wunderbaren dann schauen wir mal, die wir gemeinsam gesehen haben. Mein Name ist Manni Breukmann. Wo stehen wir denn? Ja gut, wir haben das erste Spiel gewonnen und die Holländer auch. Ja, PlayStation Network, leck mich. Immer auf Nachteil. Naja. Wo sind wir denn? In der Gruppe A. Wir sind aber... What? Gruppe B. Ja gut, wir sind immer noch Zweiter, weil die anderen auch verloren haben. Aber das schaut ganz gut aus. Ich speichere hier gleich mal wieder. So, so. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Gruppenspiel wieder. Wir müssen ja noch... Wartet mal. Dänemark und Portugal besiegen. Denkt das Pagma. Den stärksten Gegner in der Gruppe haben wir hinter uns. Also dann, ich wünsche euch was und ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich war gerade nicht so gesprächig diesmal. Habe ich selbst gemerkt. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es heißt Deutschland gegen Dänemark. Also dann, bis dann, euer Medaso. Baba.